Ich möchte euch gerne diese Wunderpaste vorstellen, die bei mir so gut wie alle Flecken aus der Kleidung und anderen Textilien entfernt. Sie ist wirklich Gold wert und deswegen zeige ich euch, wie man sie herstellt. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, wenn ihr die Paste hergestellt habt, bitte unbedingt den Mixtopf ordentlich ausspülen, denn man sollte davon nichts im Essen haben. Wir benötigen 100 Gramm Kernseife, da gibt es auch schon vegane Kernseifen, wenn ihr Wert drauf legt. Diese solltet ihr in kleinere Stücke schneiden und in den Mixtopf geben. Deckel und Messbecher aufsetzen und die Kernseife zerkleinern. Das machen wir für 10 Sekunden auf Stufe 10. Ist das geschafft, gebt ihr 900 bis 1000 Gramm Wasser hinzu. Wenn ihr die Paste ganz flüssig haben möchtet, könnt ihr auch 1200 Gramm hinzugeben. Deckel und Messbecher wieder aufsetzen. Während wir unsere Seife zu einer Paste einkochen, könnt ihr euch schon mal ein steriles Schraubglas beiseite stellen, wo nachher die Paste hineinkommt. Nun stellen wir für 12 Minuten ...100 Grad die Stufe 1 ein. Sollte es bei euch ein bisschen überkochen im Mixtopf, einfach auf 95 Grad stellen, dann geht das wieder weg. Ist die Zeit um, füllt ihr die noch flüssige Paste in das Glas um. Noch ist die Paste ziemlich flüssig, später wird sie etwas andicken, schleimig werden und ihr könnt sie dann entweder mit einem Löffel oder mit der Hand entnehmen. Zum Anwenden entnehmt ihr von eurer Fleckenpaste einen halben bis einen Teelöffel und reibt das auf die nasse Textilie, also dort, wo der Fleck sich befindet. Dann lasst ihr es für ungefähr eine halbe bis eine Stunde einwirken, je nach Verschmutzungsgrad, und wascht es wie gewohnt in der Waschmaschine. Ihr könnt die Fleckenpaste auch für Teppiche verwenden. Ich verwende sie vor allem sehr gerne für Bettdecken und Kopfkissen. Die werden nämlich wieder richtig schön weiß. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Eine fleckenfreie Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!